Oh, da seid ihr ja wieder. ihr habt es bestimmt gedacht, ah, der macht bestimmt aus jüdischer Sicht oder so. Nee. Aber ein bisschen fließt immer meine jüdische Sicht mit rein, ganz klar. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich versuche es kurz und wirklich zu halten, auf jeden Fall kürzer wie 25 Minuten. Ich habe mir alle beiden Videos angeschaut, alle Seiten angeschaut, Rammstein. Ich habe es echt nicht verstanden, warum die Leute Rammstein mögen. Ich habe sie nur wegen zwei Lieder damals kurz geschaut. Da war ich noch ein ganz kleiner Junge, da waren die ersten Lieder und danach waren sie weg. Also von daher, Rammstein, ich verstehe es nicht, aber jeder hat seinen Musikgeschmack und ich finde es gut, dass es so viele diverse Musikrichtungen gibt. Pop, Hip-Hop und so weiter. Gut. Ich habe vorhin eine Triggerwarnung mit eingeblendet, das habe ich mit Absicht gemacht. Denn ich wollte wissen, kann derjenige, der jetzt hier dieses Video schaut, diese 10 Sekunden Triggerwarnung überhaupt, kann er das so lange warten? Und wenn ja, dann fängt es an. So, ich werde ein Fazit jetzt machen. Ich habe mir alles angeschaut, von allen Seiten. Ich glaube, keine dieser beiden Seiten, mir sind viele, viele Sachen, auch die Aussagen von dem Bandmitglied, viel zu robotisch. Und viel zu ChatGPT-mäßig geschrieben und einfach nur um Interessen zu vertreten von irgendwelchen höheren, politische höhere Leute, die was da zu melden haben. Also ich traue nicht. Ich bin so ein Typ. Ich habe in der Schule gelernt, Kaufmann im Einzelhandel. Ich habe dann später mich selbst befasst mit Juristending, das heißt, ich habe mir die echten Anwältebücher gekauft, das war sehr, sehr teuer. Die habe ich mit meiner Zeit leisten können, wo ich noch früher einen sehr guten Job hatte. Und das sind alles von den Anwältenbüchern, die Bücher zu Hause sind, oder beziehungsweise von den Universitäten. Okay? So, und jedes Mal, wenn ich den Professoren schreibe und meinen Dozenten, weil die ab und zu mal ich nerve, sagen sie mir immer wichtig, wenn es im Strafgesetz ist und Zivilprozess, immer die Unschuldsvermutung. Und da möchte ich jetzt reinspringen. Ich möchte auch nicht viel drum reden. Ich werde auch nicht sagen, wie die das verbessern können. Aber wenn Sie, derjenige, der das zuschaut, lieber Zuschauer oder Zuschauerin, wenn Sie Interesse haben und wenn Ihnen das gefällt, wie Sie das Programm, ich muss noch schauen, dass ich meinen Greenscreen ein bisschen weiter nach hinten, dass der nicht umfällt. Ich hoffe, man sieht mich. Dann abonnieren Sie meinen Kanal, liken Sie ihn und schreiben Sie auch Ihre Idee mit rein. Welche Videos soll ich noch erstellen? Welche Videothemen soll ich ansprechen? Soll ich mein langes Thema machen über das ganze Universum? Spaß beiseite. Ich habe sehr viel Wissen. Sehr viel. Aber weil ich halt sehr viel erlebt habe durch Promotion-Bereich und weil ich sehr, sehr viel lese. Sehr viel lese. So, ich habe hier einen Spicker, der ist jetzt ein bisschen so auf Schmierpapier gedruckt, so, bin ja auch ökofreundlich auch noch, ich habe mir so Schmierpapier genommen, weil ich auch nicht möchte, ich möchte der Umwelt was Gutes tun und das ist auch sehr, sehr selten, ne? So, also, ich habe mir da was ausgedruckt, habe ich gelernt in der Schule von meinen Dozenten, dass das, man sollte sich nicht schämen halt dafür und das ist ein guter Journalist. Ausmacht. So, also, ich werde jetzt ein Fazit machen. Beginnen werde ich mit Paragraphen. Ich werde Ihnen die Paragraphen erklären und los geht's. Also, die Unschuldsvermutung, das ist das Allerwichtigste, was wir haben und deswegen heißt es auch der Titel Till Lindemann, unschuldig oder schuldig. Ich habe keinen besseren Titel gefunden. So, und jetzt gehen wir erstmal in den Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also wenn, dann machen wir so richtig. Loslegen wir mit wunderschönen Artikeln und Paragraphen, die erkläre ich Ihnen. Also Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist sehr schön geschrieben und da steht Absatz 2. Also Artikel 6 Absatz 2. Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. Das heißt, wenn Herr Lindemann nicht mal angeklagt ist, ist er unschuldig.
unabhängig davon, was die Medien behaupten. Liebe Medien, gell? ARD und ZDF, die mich immer ausladen, nie einladen wollen. Ich weiß, dass ihr Angst habt vor mir. Aber wenn ihr es nicht hättet, ergo Logik, jetzt sprecht die Logik, bin alle Kopfkino, liebe Zuschauer und Zuschauer, dann würde ZDF mich einladen und mal da einen YouTuber mit Vernunft fragen, wie das ist. Also, das ist das Wichtigste. Dann Absatz 3 ist, jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte. Und da möchte ich Sie begleiten, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, und ich werde nicht auf Zuschauer, Zuschauerinnen wiederholen, keine Sorge. Möchte ich begleiten und folgende Ihnen hier auch erklären. Also, nach Absatz 3 haben wir Buchstabe A bis E. Das kann man sich, ich habe das hier extra für Sie eingeblendet, das können Sie gerne in der Ruhe durchlesen. Sie haben auch die Links in der Beschreibung für die Paragraphen, aber ich werde das alles jetzt nicht hier nochmal vorlesen, sondern es zusammenfassend erklären. Absatz 3, Buchstabe A bis E besagt, dass man nicht nur das Anrecht hat auf einen Verteidiger oder Pflichtverteidiger, sondern bis zu der Klärung des Rechtsstreits, wenn es einen Rechtsstreit überhaupt gibt, den gibt es momentan nicht, weil die Staatsanwaltschaft macht erstmal Untersuchungen und das Untersuchung heißt, ich untersuche nur, ne, ich recherchiere, ich bin jetzt nicht da, ich habe die Person noch nicht angeklagt. Und wenn das so ist, dann wird natürlich halt die Person auch vernehmt. Und wenn Sie wissen wollen, wie man Leute vernehmt und wie das alles bei der Kriminalpolizei funktioniert, das habe ich extra mit speziellen Büchern gelernt. Das war sehr schwierig, diese Bücher zu besorgen, aber ich habe es geschafft. Danke an die Polizisten, die mir geholfen haben. Sie bleiben alle anonym. Und wenn Sie das wissen wollen, dann schreiben Sie es bitte in den Kommentaren, dann kann ich auch ein Video machen, Ihnen das erklären. So, das ist das A und O. Vernehmung muss stattfinden, dann werden Zeugen geladen, Zeugen dementsprechend von beiden Parteien müssen aussagen und gleichberechtigt wird das behandelt. Das heißt, dann darf nicht gelogen werden. Man wird natürlich in einem Raum, ist man drin, mit einem Kriminalbeamten. Dieser tut dann erstmal einen aufklären, sie sind damit einverstanden, bla bla, dann unterschreibt man den Wisch und dann fängt dann das an. Er tut Band, also das ist so eine kleine Kassette, so digitale ist da, zack, und dann tut er dann das Aufzeichnen, man fragt und dann so weiter. Ich werde das jetzt nicht aus, wenn Sie das mehr wissen wollen, einfach dann reinschreiben in die Kommentare. So, das ist eine. Das haben wir. Und wenn jemand die Sprache nicht kann, ganz klar, Dolmetscher und so weiter. Und es gibt natürlich zwei Zeugen, es gibt Belastungszeugen, es gibt Entlastungszeugen. Das ist logisch. Deswegen ist das nichts Besonderes. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Gesetz, das mir sehr gefällt. Und das ist Artikel 48 Unschutz, der auch wieder Artikel 48 der Europäische Menschenrechtskonvention. Ich liebe die Menschenrechtskonvention. Ne? Obwohl Tanach, Midrash, Talmud sind meine Lieblingsbücher, ne? Und Tora, ganz klar. Aber Gesetze sind auch sehr wichtig. So, und da steht Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte. Da steht also noch einmal Absatz 1. Jeder, der angeklagt wird, oder beziehungsweise jeder Angeklagte gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis seiner Schuld als unschuldig. Absatz 2. Jedem Angeklagten wird die Achtung der Verteidigungsrechte gewährleistet. Das muss man sich mal so vorstellen. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland, obwohl ich kein Deutscher bin. Deutscher bin ich geworden durch einen kleinen Trick 17, weil meine Ur-Ur habe ich den deutschen Teil. Aber wenn Sie wissen wollen, wie man Trick 17, 18 anwendet, wie man Deutscher werden kann, mit Trick 18, 19, bitte schreiben Sie es in den Kommentar. Auch da erkläre ich Sie auch, wo daran die Gesetzlücke besteht. Genau, und wie man das machen kann. Genau, was wollte ich jetzt sagen? So, ich liebe Deutschland, ich liebe die Rechte, weil Deutschland und die Demokratie, die wir in Deutschland haben, das ist für so ein großes Land, wirklich für so ein soziales großes Land, was so oft ausgenutzt wird von England, Frankreich und so vielen anderen Ländern, wegen der damaligen Verbrechen, die schon ewig her sind, und das als Jude muss ich das auch noch sagen, und als Pole, die so ewig her sind, begangen wurde, ganz klar, 1933 bis 1945, das ist vorbei, okay? Wir können das Geschichte erwähnen, manche sagen, können wir nicht ändern, das können wir halt nicht ändern. Und trotzdem ist Deutschland eine der sozialsten, demokratischsten Länder oder Land oder demokratisches Land weltweit.
Das sage ich jetzt so frei Schnauze raus, weltweit. Wenn jemand mir nicht zustimmen will, dann muss er, wie ich, erstmal das Leben erlebt haben, was ich hier erlebt habe. Als Migrant und Flüchtling. Und ich da, wenn man anständig ist, wenn man diszipliniert ist und seine Chancen nicht verbaut hat, wie ich habe zu viele Chancen leider verbaut, beruflich damals, aber wenn man das nicht, wenn man anständig ist und es richtig umsetzt, dann kann man in Deutschland wirklich genauso was erreichen wie in Kanada oder halt Schweiz oder Österreich. Also wir haben auf jeden Fall eine Umschutzvermögen, wir haben eine Verteidigungsrechte, europäische natürlich gehört zu, Deutschland gehört zu Europa und die, wenn wir mit Europa wirklich da sein wollen, dann nehmen wir das mit rein, ne? Wenn dann schon richtig. So, dann haben wir Artikel 11, Unschuldsvermutung, keine Strafe ohne Gesetz. Das heißt im Endeffekt, dass jeder Mensch nach Nummer 1 ist es, jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, ist so lange als unschuldig anzusehen, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem alle für seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen gewährleistet waren, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. Und da finde ich, muss ich mir mal sagen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dass das traurig ist, dass die Demokratie zwar nicht in Gefahr ist, mit einem Fragezeichen, aber da finde ich es traurig, dass das nicht die Medien machen. Die Medien sollten anständig sein. Uns Juden wird, also nicht alle Menschen halten sich dran. Muslimen, Juden, Christen, allen, selbst Atheisten wird Anstand beigebracht vom Baby auf. Es gibt allen Menschen Anstand, du sollst nicht lügen, du sollst nach Gesetze dich halten, du sollst fair sein. Fairplay. Und vor allem, wenn man Journalist ist, dann wird das eigentlich in der Journalistenausbildung, das habe ich auch erleben dürfen, danke an die Journalisten für ihre Bücher, dass das auch so drin ist. Es ist ein riesengroßer Kodex. Es gibt im Journalismus einen riesengroßen Code. Und das nennt sich Kodex, Journalistenkodex. Und der ist heilig. Und der Paragraph 1 im Journalistenkodex. Und zwar ist, Beweise und Unschuldsvermutung ist A und O. Selbst wenn es der schlimmste Mörder der Welt wäre, solange er keine Beweise gibt, dass er Mörder ist, solange es keine stichhaltigen Beweise gibt, ist er kein Mörder. That's it. That's life. Und nur so funktioniert eine, sagen wir mal, nicht perfekte, ne? Wir sind nicht perfekt, wir sind fehlerhaft, das ist normal, aber so funktioniert eine ordnungsgemäß, eine tolle Gesellschaft. Und das wird jetzt mit den Medien, und da sage ich das ganz nüchtern, wird mit den Medien einfach jetzt kaputt gemacht. Und ich finde es sehr schade, dass viele Medien dann auf diesen Zug aufspringen und unprofessionell sind, agieren, unprofessionell agieren, wohlgemerkt, und dann halt eben GZ rausgeschmissenes Geld ist für Unprofessionalität. GZ-Gebühren sind nicht, da steht auch ein paar GZ-Paragraphen gemacht für Unprofessionalität und für Professionalität, und da muss ich auch sagen, ob die GZ dann fair sind, vor allem so hohe Gebühren, ist fraglich. So, jetzt nehmen wir uns mal noch einen Tee. Sollten Sie sich auch einen Tee nehmen, Tee ist immer sehr, sehr wichtig, egal welchen Tee. Also er schmeckt Ihnen. Oder Kaffee. So, jetzt weiter geht's. Absatz 2. Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die im Zeitpunkt, da sie erfolgte, aufgrund des nationalen und internationalen Rechts nicht strafbar war. Desgleichen kann keine weitere Strafe verhängt werden, als die, welche im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung anwendbar war. Klar, zu dem Zeitpunkt, alles auch wichtig, die Zeit muss sein, dann muss dann eine Strafe verhängt werden. Was danach passiert, wenn jemand jetzt zum Beispiel wieder was machen sollte, dann kann man das nicht nochmal mit reinnehmen. Das geht nicht. Ne? Jede Strafe oder Strafhandlung wird einzelbewertet. Ne? Das ist auch ganz wichtig, dass man das versteht. Unabhängig davon, ob das jetzt im nationalen oder im internationalen Recht ist, ne? Rechts ist. Also im Recht. Und ja, das ist natürlich auch ganz interessant, der Artikel 11, dass die Unschuldsvermutung, keine Strafe ohne Gesetz. Sollte ich, das habe ich auch zusätzlich im Triggerwarnung, Trigger vor dem Text reingeschrieben, falls Sie sich das durchgelesen haben, sollte ich irgendwas sagen, was jetzt nicht perfekt war, ne, weil ich kann auch nur Fehler machen, ich bin ja wie Lotterie, sage ich immer, ohne Gewehr, ich bin ja nur only human, dann
bitte auch in die Kommentare reinschreiben. Ne? Vor allem geht das an die Juristen, falls die Juristen zuschauen. Ich bin nur ein Hobbyjurist, aber ich liebe ihre Arbeit und ich schätze ihre Arbeit sehr, sehr groß. Ich würde alle Anwältinnen und Anwälte küssen, beides. Also wäre egal. Oder beide umarmen, ne, für ihre Arbeit, die sie machen. Natürlich auch schön Gruß an alle Richter und Richterinnen, auch wenn manche mich nicht mögen und sich genervt von mir fühlen. Okay. Dann haben wir natürlich, ganz wichtig, auch im deutschen Recht natürlich was. Ganz klar. Das haben wir auch. Und da gibt es aber, es ist nicht so, man muss verstehen, im deutschen Recht ist das nicht so wie im europäischen gegliedert. Es ist ein bisschen so Mim-Mim-Sprache, also sehr indirekt, aber das Ziel darauf ist auch die Unschuldsvermutung. So, und da haben wir § 136 Absatz 1 StBO, das ist die Strafprozessordnung. Und da steht klipp und klar, das Blende, alles, was ich hier lese, ist auch eingeblendet. Der Beschuldigte ist darauf hinzuweisen, dass es am ihm freistehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht, zur Sache auszusagen und jederzeit auch schon vor seiner Vernehmung einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen. Dieser Paragraph betont das Recht des Beschuldigten zu schweigen, was ein Aspekt der Unschuldsvermutung ist. Ja, so habe ich es dann zusätzlich noch für mich so in Kommentaren, Stichpunkten aufgeschrieben gehabt. Und das ist auch so, das ist sehr wichtig zu verstehen, warum Herr Lindemann sich nicht dazu äußern kann, wegen § 136 Absatz 1. Seine Anwälte werden ihn da definitiv geraten haben und sagen, Herr Lindemann, Sie dürfen sich nicht äußern, weil Sie letztendlich in einem Rechtsstreit sich, in einem, man könnte sagen, unsichtbaren Rechtsstreit befinden. Unsichtbar sagt man deswegen so in diesem Fall, weil er hatte noch keinen Rechtsstreit. Aber die Medien haben den Rechtsstreit unsichtbar aufgemacht. Sie haben schon Schuld, ne? Also eine gewisse Schuld ist entstanden, die ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber durch die Medien wird das propagiert, was nicht schön ist. Weil wenn man unschuldig ist, tut das schon einen weh. Und dann gibt es zum Schluss, und wir sind dann auch fertig, ich weiß nicht, zeitmäßig habe ich es unter 20 Minuten geschafft, ich muss, ja, ich habe es unter 20 Minuten fast geschafft. Und dann kommen wir letztendlich zur Strafprozessordnung, das ist § 261 StBO. Und da ist auch wiederum der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung. Und da habe ich es ein bisschen umgeschrieben. Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung. Also ist es sehr vernünftig. Und so sollte eigentlich auch alle Medien um die Influencer handeln, das Urteil von den Richter oder den Richtern oder Richterinnen abwarten, denn egal wie viel Geld ein Mensch hat, unsere Demokratie duldet so einen Scheiß nicht. Okay? Und abschließend möchte ich noch Ihnen sagen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn wir kein Vertrauen in unser Rechtssystem mehr haben, dann haben wir ein Problem in unserer Demokratie. Und dann ein sehr großes Fragezeichen. Damit sind wir auch fertig vom Video. Schreiben Sie Ihr Feedback rein. Schreiben Sie ruhig rein, wie es auch mit Ihrer Sorgen aussieht. Ich lese Sie gerne die Kommentare und beantworte Sie auch gerne. Und schreiben Sie ruhig, auch wenn Sie länger Kommentare sind, tue ich dazu gerne was schreiben. Und ja, schreiben Sie Ihre Bedenken. Ist Demokratie da? Wie sieht es aus mit der Unschuldsvermutung? Ist doch gesetzlich festgelegt. Warum handelt man nicht danach, wenn das so vernünftig ist? Dafür haben wir ja Gesetze. Und da haben wir doch so lange in Demokratie, unsere Vorfahren haben so lange für die Demokratie gekämpft und so weiter. Und warum, was passiert gerade in unserer Gesellschaft? Warum tut man jetzt auf einmal auf diese Werte spucken? Sage ich mal knallhart spucken, weil anders kann man es nicht nennen. Bis bald, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, ein Like da zu lassen und einen Kommentar. Ciao.